Na, ihr geilen Eierhälse. Ja, ganz kurze Ankündigung zum Wochenende, beziehungsweise auch fürs letzte Wochenende eine Nachkündigung. Keine Ahnung, wie man es nennt. Ihr habt ja gemerkt, es kam weder Freitag noch Sonntag ein Livestream. Ich hatte das ja auf Twitter und Facebook zwar geschrieben, da ich nicht zu jedem Scheiß immer ein Video machen möchte und YouTube ja leider nicht mehr die eigenen Notizen hat, wie sie früher mal vorhanden waren. habe ich das Ganze irgendwie auf Facebook und Twitter, genau, so heißt es. Facebook und Twitter gepostet, aber jetzt mache ich nochmal hier ein kleines Nachkündigungsvideo. Letzten Samstag bzw. letztes Wochenende hatte ich es vergeigt, weil ich einfach mit der Planung nicht hinterherkam. Sven war nämlich nicht da und ich habe dann zwar überlegt, ob ich jemand anderen mit reinnehme, aber dann war es irgendwie zu kurzfristig, dann war ich übers Wochenende selbst nicht da und dann war auch schon Sonntag und da habe ich mir gedacht, ja ganz ehrlich, jetzt ist auch Quatsch. Sorry nochmal dafür. Dieses Wochenende findet aber auch kein Livestream statt. Das hat aber den einfachen Grund, dass ich ab Freitag bis einschließlich Sonntag in Leipzig bin. Denn immer mal wieder wurde ich von diversen Leuten gefragt, bist du dieses Jahr auf der LBM, also die Leipziger Buchmesse? Und eigentlich interessiere ich mich jetzt nicht so für Messen, da ich Messen an sich ziemlich doof finde. Und ich muss auch sagen, ich verstehe nicht, warum das Internet so nach der LBM schreit. Ich meine, es ist eine Buchmesse, es ist jetzt kein Cosplay-Event. Trotzdem kommen da immer zig Trilliarden Cosplayer hin, weil da ein paar Manga-Stände sind an der Ecke. Kann ich nicht ganz nachvollziehen. Nichtsdestotrotz habe ich mich dieses Jahr endlich mal dazu hinreißen lassen und fahre auch zur Leipziger Buchmesse. Ich bin am Samstag dort. Ich weiß gar nicht, wo das genau das Gelände ist. Uhrzeit habe ich auch nicht. Wir werden da relativ spontan hinfahren auf den Nachmittag und dann einfach ein paar Leute treffen, ein bisschen rumgurken und hier und da mal anfassen. Das heißt, falls ihr auch zufälligerweise auf der Leipziger Buchmesse sein solltet und man sich über den Weg läuft, können wir gerne, keine Ahnung, wild rumknutschen, uns gegenseitig ins Pipiloch fingern und Spaß haben. Das können wir alles machen. Fotos gerne bitte mit Ankündigung, nicht einfach schwarz machen. Sowas kann ich überhaupt nicht leiden, da ich mich dann, ja, dann wisst ihr, und halt vielleicht will der eine oder andere ja einen Handschlag oder eine Umarmung haben. Ja, mal gucken, wie das ist. Ich gucke mir das Ganze mal an und würde mich freuen, dass, wenn ihr da seid und mich erkennt, dann auch gerne auf mich zukommt und dich hinterher im Internet schreibt, ich habe dich gesehen, aber mich nicht getraut. Ich bin ein kleiner, dicker Junge, von mir braucht er keine Angst haben. Ich kann weder zuschlagen, noch kann ich schnell wegrennen. Ich kann ja nichts. Dementsprechend, ich bin knuffig, knuffen dürft er mich. Ja, das ist kein Problem. Dementsprechend, jo, wenn man sich sieht, freue ich mich. Ansonsten Sonntag und Freitag kein Livestream, weil, wie gesagt, ich bin nicht zu Hause und erst am Montag wieder ansprechbar. Wie das jetzt die nächsten Tage mit den Videos aussieht ab Freitag, kann ich noch nicht genau sagen, da hier und da, wie gesagt, ein paar Vorbereitungen noch getroffen werden müssen vorm Wochenende. Ich habe Freitag noch Termine und dann nach dem Termin fahre ich erst dann runter nach Leipzig. Oder hoch oder links oder rechts, keine Ahnung. Auf jeden Fall fahre ich dann erst am Freitag nach Leipzig und dementsprechend kann es sein, dass da mit den Video-Uploads irgendwie etwas in Stocken kommt, dass nicht jeden Tag irgendwie genau die Corona zum Beispiel nicht jeden Tag mehr kommt oder Indie-Horror-Games fehlen. Ich habe zwar 2, 3 Videos aufgenommen, die ich im Voraus vielleicht dann bearbeiten werde, aber ich möchte jetzt nicht zu viel versprechen. Das heißt, es kann kurz sein, dass halt nicht die Sachen kommen, die vorher da waren, aber ab Montag geht es dann wieder regelmäßig weiter mit Stuff. Kleiner Nachtrag, sorry, ich habe mich getäuscht, ab Dienstag geht's dann weiter mit regelmäßig Stuff. Ich muss ja auch erstmal ein bisschen Zeit zum Aufnehmen haben, nicht wahr? Das kann ich euch versprechen, da ich ja jetzt, wie ihr seht, wieder regelmäßig aktiv bin, schon seit einem Monat und auch jeden Tag 2 Videos raus persaune, ist das eigentlich für mich auch gar kein Problem mehr, das alles im Voraus zu machen, aber eben genau diese Woche gab es jetzt hier und da ein paar Termine, die ich einhalten musste und denen ich auch nachkommen musste, wie halt Menschen im Leben ihre Termine haben. Hat man nicht immer Zeit, alles vorzubereiten, aber wie gesagt, ab Montag bin ich wieder vollkommen zurück. Jo, also, das war's eigentlich auch schon, würde mich freuen, wie gesagt, wenn ihr da seid, dann kommt ruhig auf mich zu. Ansonsten, Montag in alter Frische, kein Livestream und letzte Woche war auch kein Livestream und ich versuche jetzt mal in Zukunft dann auch die Gaming-Livestreams wieder einzuführen. Da ich dann die Woche vielleicht 2 Livestreams machen möchte, ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr auch auf der LBM seid, wenn ja, ob man euch irgendwie speziell identifizieren kann, weil ihr vielleicht ein Cosplay tragt. Ich bin ja kein Cosplayer, ich erkenne euch dann vielleicht. Vielleicht könnt ihr mir ja auf Facebook oder Twitter ein Foto von euch zukommen lassen, dass ich euch aus der Entfernung vielleicht auch schon erkennen kann. Da kann man vielleicht mal Hallo sagen. Ansonsten könnt ihr mir auch gerne in die Kommentare noch schreiben, wann euer bester Tag theoretisch wäre unter der Woche für normale Gaming-Streams, weil manche Leute sagen, Dienstag ist es mir jede Woche am gelegensten, weil ich da und da vielleicht am besten Zeit habe. Es gibt ja viele Schichtarbeiter auch oder Leute, die in der Schule vielleicht einfach sagen, nee, der Tag ist am beschissensten laut meinem Geländer. Da kann ich mal gucken, ob ich das irgendwo vielleicht einpendeln kann, dass ich vielleicht sage, ich streame mittwochs, dienstags oder donnerstags die Gaming-Sachen und dann Freitag oder Sonntag eben den Lunian-Stream wieder mit Themen. Apropos Themen, ihr könnt mir auch gerne wieder Wunschthemen in die Kommentare schreiben. Wir haben zwar immer noch 1, 2 Sachen offen, aber ich hätte gern vielleicht das ein oder andere Thema von euch, über das ihr gerne reden wollen würdet. Dann kann man vielleicht wieder so einen Zusammenschluss machen aus verschiedenen Ideen, dass man halt auch was zum Reden hat. Gut, lange Rede, kurzer Sinn. Das war's dann auch schon mit der Info-Ankündigung und Nachtrag. Dingelingdingschling. Ich hoffe, ihr habt auf jeden Fall ein schönes Wochenende, weil ich bin ja dann ab morgen schon weg. Da sehen wir uns dann nicht mehr. Und ich hoffe, das Wetter wird gut. Auch für euch. Und ja, ihr könnt mir auch schreiben, was ihr am Wochenende vorhabt. Dementsprechend, Tschüssikowski. Blablabla.